dieses Let's Play ist nichts für schwache Nerven. Denn die Gameplayerin fährt Autorennen. Und Motorradrennen. Und Bootsrennen. Und Flugrennen. Ich lose ab, ich fluche, ich jubel, ich gewinne. Manchmal bin ich extrem schlecht, manchmal gut. Aber ich habe Spaß dabei. Ich hoffe, ihr auch. Aua. Entschuldige. Sag mal. Ich hab dich nicht gesehen. Ja, ich lass mich immer mit reinziehen, deswegen. Ja, ich hab dich nicht gesehen, weißt du, ich hab die Kameraperspektive ganz unten und sehe nicht, was vor mir ist. Wieso hast du die unten? Ja, weil das geil ausschaut, wenn ich meinen Arsch vor meiner Nase habe. Er guckt sich immer seine... Ich wollte jetzt gerade mal andere Fragen an. Na, vom Auto. Hör auf deinen Motor. Er guckt sich immer auf die Mumu. Lass uns sehen. Nur, wenn der Wagen steht, wenn er fährt, zieht er sich eben. Der hat ja einen weiblichen Charme. Ja, ja. Ich hatte vorher einen männlichen Char und beim letzten, vorletzten Update, wo es dann neue Chars gegeben hat, haben die Männer so hässlich ausgeschaut. Und deswegen habe ich jetzt wieder, habe ich einen Fall. Geschlechte. Glaubst du, was das du kommst hier nicht vorbei. Du kommst nicht vorbei. Geh weg! Ja, mich haben sie leider gegen die Planke gehauen gerade. Jetzt wäre ich noch auf Platz 6. Boah, ey. Da drängelt er mich nur ab, ey. Weil er Angst hat. Ja, keine Ahnung. Da war die pure Angst, habe ich gesehen. In seinen Augen habe ich gesehen. Ich habe ihn angeguckt. In seinen Augen hast du es gesehen, weil er dich weggedrängt hat. Guck mal, jetzt kommt er wieder. Das war's aber. Scheiße, wie ich dir bräuchte jetzt noch ein. Hallo. Letzter Platz. Ich lache. Was für ein Albtraum. Das gibt's ja nicht. Junge, halt die Schnauze. Der letzte Platz ist kein Albtraum. Das ist Standard für mich. Wir holen dich sowieso. Ich meine jetzt nicht dich, ja. Ich meine jetzt den Typen, der gerade gesprochen hat von mir. Das war Absicht. Nee. Ja, du wolltest nicht rammen, das ist meine Spur. Alter, da trägt mich aus. Das ist nicht Stockcar. Was denn? Wie beim Stockcar. Ein freundschaftlicher Stups habe ich gerade freigeschaltet. Ja, das waren wir. Wir streichen uns an. Stups. Hä, wieso aber krieg ich denn eure Errungenschaften? Einen ganzen Lack hast du da weggerieben. Das macht nichts. Der sieht echt scheiße aus. Ach, ey. Alter! Boah, Alter, was hast du gemacht? Du drehst mich hier ab, ey. Ich habe nicht. Ich wollte die Innenspur. Das ist meine Spur. Ja. Nee. Also, wenn der Lars mit dir irgendwie online zusammen ist, dann redet der komplett anders. Ich höre nur noch Alter. Ja, weil ich mich anpassen muss. Ja. Aber nicht ans Fahrtechnische anpassen. Lars ist aber auch bei dem, weil du da bist. Das merke ich voll. Was ist er? Komm, du bist aus meinem Windschatten-Ding raus. Boah, ist das euer Ernst? Ihr versaut mir hier nicht den sechsten Platz. Wir sehen dich. Na, ich Lars, wo ey, die sind so abgerauscht. Ja, du hast mich ja abgedrängt. Wenn du mir nicht deine Karre fährst, ey. Ja. Ich bin selbst gegen die Bande geflogen. Ja, aber das hat nicht so viel ausgemacht, weil du 30.000 Punkte drin hast in deinem Button-Crash. Kein Weicher. Nee, die Warte mal ab. Wenn ich cool 1000 bin, dann hast du keine, kannst du nicht mehr lachen. Ne? Wieso? Da bin ich cool 2000. Ja, aber du hast meine Punkte nützen nicht mehr. Ich hab dann. Mann, ey, jetzt will ich dieses Arsch abdrängen und schon wieder. Mich? Ja. Mich wollte das Herz abdrängen. Nee, der mich gerade überholt hat. Ja, das war ich. Ich war das einzige Arsch, was mich gerade überholt hat. Ich hab dich vorher überholt, dass ich. Ja, dich habe ich ja leider nicht gekriegt. Ich habe aber gedacht, es wäre der NPC gewesen. Aber ich merke, ich habe dich ganz knapp überholt. So wie beim Einkaufen. Redest du jetzt mit mir oder redest du jetzt mit Lars? Nein, ich habe dich gemeint, hier. Hast du mich denn knapp überholt? Was? Ich habe dich ganz. Ich war ganz neben dir. Ja, du bist an mir vorbeigerauscht, aber du bist doch nicht knapp beim Überholen gewesen. Aus meiner Sicht weiß ich. Aber die KI wird auf Ass überrundet. Nicht berührt.
Auf wen müssen wir denn jetzt warten? Achso. Was? Wer hat jetzt gut Punkte gekriegt? Boah, ich stehe ganz. Ich hab 33.000. Also, wie geht das? Ich bin jetzt gefahren 3.34. Und im Highscore, bei der besten Liste, in der Freundesliste, stehe ich mit 3.36. Wie geht das bitte? Ja, doch, das geht. Ist doch normal. Das geht, okay. Ja. Das schneidet der schon wieder hier an meinem Auto dran, ne? Der Bummer. Ja, du nicht. Du hast vor mir gestanden. Ich kann nichts dafür. Ich gerne. Da wäre nicht. Ich meine. Was ist das für ein Auto vor mir? Das sieht auch geil aus. Was ist das für einer? Ja, wieso kann ich das nicht mal bestätigen? Sonst konnte ich doch zweimal bestätigen immer. Das ist Silke jetzt nicht hinter mir. Warte auf andere Spieler, müssen wir jetzt warten. Ja. Ja, aber normalerweise werde ich nicht reingezogen, sondern muss das bestätigen. Das war jetzt irgendwie komisch. Ist das jetzt auch normal, oder? Aber es ist wieder nass. Ja. Ja, es ist wieder nass. Es ist... Boah, der Arsch, weißt du? Ich hab Hannes gerade überholt. Das macht er auch immer gerne. Sich überholen lassen. Nee, das ist halt wieder so... abdrängt oder so, ne? Abgedrängt. Ich hab müssen ganz hinten starten. Ja, ich auch. Und weil es nass ist, bin ich halt gut. Bin ich gleich wegkommen. Also da musste ich mit Lambo nie bremsen in der Kurve. Das ist nett. Ich bremse nie, ich knall einfach in die Leiter. Ja, aber kannst du ja nicht anders machen. Na, das ist gut. Das ist scheiße. Aber es gab, was du dir das Zeit kostet. Das kostet irrsinnig viel Zeit. Ja, aber es kostet mich mehr Zeit zu bremsen. Kopf, hey, ist ein bisschen, ein bisschen auf die Kurve. Entschuldigung. Und mich hast du nicht getroffen jetzt. Wieder reinkommen. Nee. Fuck! Früher eigentlich. Scheiße. Ja, jetzt fahre ich da unten auf den Standstreifen, Junge. Fahr endlich auf der... Fuck, jetzt bin ich auf die Curbs gegangen. Jetzt. Weiß aber immer nass ist. Das wird aber trocken. Ja, jetzt. Gebe ich denn nicht mit meinem Nitrogas? Ich weiß auch nicht. Du musst da runtergehen auch von dem Knopf. Das steht jetzt genau. Ja, muss doch. Ja, lädt aber auch auf, wenn der leer ist und du nicht runtergehst. Das war nie, dass der Lambo gedriftet hat. Ja, der ist viel, das trifft immer. Der Kurve darf ja nicht driften. Das ist ein Allrad. Ich gebe ja Gas in der Kurve. Nein, die haben da was gemacht. Das gibt's nicht. Vor dem Patch war der nicht so. Ich habe mit jedem Wagen bisher gedriftet. Na, es soll nicht da halt driften. Ja, aber ich gehe nicht vom Gas runter, ich drifte lieber. Nein, das ist so Blödsinn. Rennwegen driften nicht. Das kannst du bei einem Rallye-Auto machen. Das kannst du vielleicht offiziell machen, aber nicht hier. Ja, aber das war vorher nicht. Da haben sie stillheimlich was gebastelt. Weil deswegen fahren wir ja mit dem Lambo. Der Lambo war ja geil in der Kurve, den konntest du ja richtig reindrücken. Er will das Ziel kriegen. Aua! Ach Mensch, was machst du, Auto? Ja! Ja! Yeah! Was nee, du, ne? Du Sack! Alter, die Zeit möchte ich sehen. Was hast du für Zeit? Ich hab gar nicht geschaut. Scheiße, ich hab nicht geschaut. Aber es war verdammt knapp, ich hab keinen Fuß mehr, nix. Ich auch nicht, aber du warst neben mir. Das war so. Ich hab in der Kurve extra gebremst, da bist du halt vorgefahren, aber ich wollte dich rausmutzen. Ja, ich habe aber auch gebremst, aber ich bin innen dann besser rumgekommen eigentlich. Ja, ich hab dummerweise keinen Boost gehabt, du Scheiße. Ich werde ihn vorher umfragen, aber da werden es wieder unwissend machen. So, siege den Rivalen in... Wieso? Ich habe doch gar nicht gerade. Stehe ich jetzt nicht. Na, du kriegst halt den... Der Rivale... Ach so, nee. Rivale sind die anderen. Also echt wenig Follower, ja. Wieso? Seid nicht immer so geil. 500 oder so habe ich nur bekommen. Ja, weil ich brauche 46.000. Ja,
Ja, aber es kann nicht sein, dass du so wenig nur gekriegt hast. Du hast die gleichen Follower gekriegt wie wir. Achso, Moment. Was, warum geht er mit dem Boot da rein? Der Stopp. Mississippi. Nein! Früher sind sie ihn mit Dampfschiffen runtergerast. Der Sieger fuhr irrsinnige 13 Knoten. Vorwärts, rückwärts, vorwärts, rückwärts. Nach heutigen Maßstäben nicht viel. Vorne. Aber damals war das in aller Munde. Oh, ich bin auf dir drauf, Entschuldigung. Ja, yeah. Und drängst mich hier voll ab. Ja, ich komme nicht um die Kurve, wenn ich mich nur abdrängst. Ich musste meinen Start. Ach, du hast den einen versenkt da hinten. Was machst du auf der Tribüne? Ich sehe aber keinen Punkt. Nicht mich wegschubst. Ach, du warst ja, das. Ja, weil ihr schafft es. Kommt ihr nochmal an, oder was? Ja, aber ich sehe hier keinen Punkt. Ich weiß nicht, wohin man fahren muss. Ich habe ihn gerade noch gesehen. Ja, mir so. Wird das schon die ganze Zeit nicht angezeigt. Weißt du musst den Stick nach rückwärts ziehen. Den linken Stick nach rückwärts ziehen, den drehen, weil sonst bist du sau langsam. Stimmt, dadurch werde ich schneller. Wieso werde ich dadurch schneller? Weil das da drin ist. Ein Boot muss man trimmen. Den Propeller. Den kann man trimmen. So ist das gemacht. Also du hast aber auch noch ein Gas. Propeller hast du auch noch. Gas ja. Ist auch gehen. Und Gas. Husten hast du noch. Gut. Und das ist voll kompliziert, wenn man die ganze Zeit schräg halten muss. Da kann man gar nicht gehen. Ja, ist es. Das ist ja die Scheiße. Und du kriegst einen Krampf in den Links dafür. Linken, ja. In den Finger. Ja, ich merke das jetzt schon. Ja. Also das ist ätzend, wenn du längere Dinger fahren willst. Ja, das ist ätzend. Und ich rutsche manchmal dann immer vom Stick runter. Das ich dachte, er sagt jetzt, ich lutsche mir manchmal den Daumen. Eigentlich müsste ja, Hannes das gut können, das ist wie er den Link lutscht. Ich das gut können, oder was wolltest du jetzt damit sagen? Ja, wieso, du sollst da nicht daran spielen? Nee, wegen dem Lutschen habe ich jetzt gedacht, aber egal. Lutschen? Vor Schreck ist er jetzt, hat er ein Turbo reingemacht. Und ich war, ja geil, und ich bin geplatzt. Von Sacker. Alter, mich voll ein Bord, scheiße. Da liegt so viel Wracks herum. An, auf diese Scheißrennen auszuziehen. Ich den erwischt. Ja. Wir hätten auch Flugzeug machen können, das kann ja am besten. Ja, aber da fliegen wir nicht ineinander. Da sind wir durchsichtig. Ja. Aber es gibt bei den Hobbys, gibt es was, wo man zu dritt in Formation fliegen soll. Wie das geht, weiß ich nicht. Weil es ist sau schwer, in der Luft zusammen zu bleiben. Was war das jetzt? Der hat irgendwas gemacht, was Böses. Scheiße! Okay, das war jetzt böse. Ja, die Rampe ist schon wieder voll, das ist jetzt nicht gut. Was ist das für ein hässliches Boot, das du da hast? Das ist ein hässliches Boot, ja. Ich hab schon na, 300 Kilometer, ich soll über 300, habe ich abgeschlossen. Ja, ja, na 300 km/h. Ja, über 300 Kilometer gefahren, ja. Na, ich habe über 300 km/h. Ich habe übrigens diese goldenen Teile da jetzt gesehen, dass ich die vom Drift-Auto hatte. Dieses Set. Ja. Da habe ich 4 Drift-Set-Teile gekriegt. Super, weil ich hab's komplett. Wieso bin ich jetzt wieder mit diesem Kackauto hier? Weil das nur ein Drift, der ist der einzige, den du fahren kannst. Ja, aber das ist ja keine Driftstrecke. Doch. Oh ja. Du hast es nicht ernsthaft eine Driftstrecke gemacht. Du hast doch eher so ja, du hast doch gerade. Die 300 Punkte, die du da kriegst. Nee, du musst auch driften. Kannst aber mit der Karre nicht. Oh ja. Das geht auch. Ich habe einen Lamborghini fahren müssen bei einem Summit, wo ich mir gedacht habe, mit dem kann man nicht driften. Ich habe eine Höchstpunktzahl mit dem erreicht. Das ist immer ausprobieren. Konzentrier dich und mach das Auto zu einem Teil deiner selbst. Es ist wichtig, dass du deine Kombos nicht unterbrichst. Indem du hin und her triffst. Das ist da in dem Spiel mehr so ein Hin- und Her-Rutschen.
immer links, rechts, links, rechts. Und dann hast du unten einen Multiplikator. Je höher der Multiplikator ist, wenn du nirgends anstößt, umso mehr Punkte. Ich überall an mit dieser Schrottkarre. Das ist Übung. Ich habe das Driften auch nicht greifen können. Ja, das Driften habe ich keine Probleme mit, aber mit der Karre hier. Ja, da muss er anders auch verkaufen. Ich würde da am Anfang den Mazda RX-7 empfehlen. Das ist ein guter Priester. Und der ist nicht teuer. Ich glaube, der kostet noch 150.000, aber das ist nicht viel. Ich dachte, das ist nicht so scheiße. Alter, ich habe eine Karte von 42. Das ist nicht denkbar. Das war nicht so gut. Das war mein bestes Ergebnis hier bis jetzt. 144.000 habe ich hier. Ich habe da glaube ich mal 500 oder was erreicht. Aber da muss ich einen guten Tag haben. Das ist für mich ein guter Verfassung.